worst. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Chosen, what will you become? Hallöchen, Puppeschen, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Display Conan Exiles. Ja, für unsere feminine Seite, ne, weiblich, die pflegen wir sehr gern. Wir sind ja alleine, wir spielen auf einem Server, wir haben klar erstmal 3 Jahre, wollte ich kurz sagen, 1 Jahr Server gemietet, so. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, ist ja klar. 2017 kam es irgendwann raus. Alles tut die Frutti. Ich schalte mal die 2 anderen Honks hier dazu. Weil die haben auch Redebedarf. Katsch mich schon die ganze Zeit dazu. Ich schalte die mal rein. Könnte gleich leise werden. Und irgendwie. Irgendwie rödelt der Rechner gerade. Es kommt ständig da. Ladekringel. Ihr seid jetzt auch dabei. Hallo. So. Holk. Ja, Volk, wir machen das schnell und schmerzlos, ne? Kurz und schmerzlos ist besser. Der Volk, Wertheimer, Religion, Krom, am liebsten Krom, aber wir brauchen ja irgendwie irgendwas. Nehmen wir Ymir, Stimme. The gods are watching. Krom war da gar nichts, oder? Genau, Krom ist gar nichts, ne? So, der Abkopf, Lippen. Gehen wir bloß hier eins rüber, das wollte ich so machen. Das ist schon der 9000. Versuch, irgendwas stimmt mit Conan gerade nicht. Jetzt wieder nicht? Ja, die hatte gerade irgendwie so komische Bugs, die junge Dame hier. Hier machen wir auch bloß die Eugelis auf grün, grüne Augen sind sexy. So, zacki, Körpermerkmale. Ist irgendwie verarschen oder was? So, Statur lassen wir so, das machen wir nach ganz oben, das ist ja klar. Und damit ist auch ein Charakter fertig. Ging schnell. Linkes Fohlen. So. Es rennt davon, weil es Angst vor dir hat. So, ich hab 2 Kadaveren da. Fohlen oder da. So, wegen folgenden Verbrechen verurteilt. Was? Alter, das ist so eine komische Scheißsprache. Unerlaubter Selbstmord? Okay, wir leben noch, das kann ja nicht unser gewesen sein. Schurkerei und Gaunerei besudeln eines Statue. Okay, das ist jetzt keine große. Ist auf dem Selbstmord so, also scheinbar ja überlebt zu haben. Wahrscheinlich ein versuchter Selbstmord? Unerlaubter Selbstmord. Also, du wolltest Selbstmord, oder wurdest du aufgehalten? Naja, bestätigen. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified,
and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thirsty, dead woman. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized women are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead woman. This land does not love men. You are marked. Cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead woman. So, jetzt sind wir wieder da. Ich bin aus der Cutscene rein. Was war jetzt nochmal? Wegen hier irgendwie vor. Ich habe ja 4 Lebenspunkte, die ich irgendwie, die mir weggenommen worden sind. Durch ja. Irgendwas. Ich weiß aber nicht, was gewesen ist. Ich weiß schon auch nicht. Of civilization. Beyond the passage of our highways. Ach, das ist was so dringend. Where untamed savages make endless war upon each other. Hügelpreu. You cannot pass into the endless wastes enslaved. Your bonding prevents it. Return. Follow the road. Any road. I am beaten. Left to rot among the ruins of the past. There are others here. Slaves. Bandits and cannibals. Exiles from lands I've never heard of. Some of them try to scrape a life from the wasteland, scrabbling in the rocks and sand for their own place. I cannot go on. The life that I left behind haunts me. The sun over the glittering spires of Belvarus has forever denied me. The smell of my daughter's hair. I will pass the ghost fence. Ja, quatsch dich aus, Digga. Deine Lebensgeschichte interessiert dir so keinen Schwanz. Whoever reads this note, I leave the last of my water and this message. Stranger, you have my pity. You do not know how cursed you truly are. Ja, wir sind dir dankbar, dass du dein Wasser mit uns teilst. Oh,
Wer weiß, wie lange der Pisseschlauch schon dort liegt. Ja. Ist ja ziemlich warm sein, die Brühe. Aber ey, immer Wasser. So. Das ist mittlerweile der millionste Versuch, ne? Jetzt los. So, schenk bloß fest. Der millionste Versuch, weil ständig irgendwelche Tonspuren beim Aufnehmen mit aufgenommen wurden. Da war entweder meine Tonspur nicht da, die Tonspur vom Teamspeak war nicht da oder das Game war nicht da. Also, ganz ehrlich. Jetzt habe ich es mittlerweile häufig hingekriegt, nach der Aufnahme hier werde ich dann mal gucken, inwiefern Tonspur da ist. Wenn die da ist, freue ich mich natürlich und kann weiter aufnehmen. Wenn die nicht da ist, raste ich aus und gehe schlafen. Das ist gut, dass du schlafen gehst. Ja. Wie gesagt, da gucken wir mal. Das werden wir jetzt gleich alles schön machen, ne? Alles für die Fuddy. Attribute. Wir haben 4 Punkte, nice. Ja, wir spielen mit meinen Brüdern zusammen, ne? Die 2 Johnnies hier. Die haben natürlich schon ein bisschen Größenvorsprung, ne? Der eine ist bestimmt schon Level 3000 und der andere Level 30. Die ganze fast ja, und wir gucken mal, wo wir auf der Map sind. Natürlich sind wir ganz, 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 ganz weit links. Ganz gut, oder? Das muss ich bisschen. Wir wollen nämlich hier runter. Ach scheiße, da muss das geschrieben wird. Keine Ahnung. Was denn? Nach dem Pack, was wir nutzen willst oder was? Nee, ich will ja meine Dings markieren. Mein Standort. Ist eigentlich mittlerweile aber verschwunden? Ne, bist du nie. Er ist verschwunden. Er wird halt ein alter Charakter halt noch angezeigt. Per Karte. Das ist noch ein Pop-up. Ich hab keine Ahnung, was ist denn eigentlich das U mit dem scheiß Dreieck oben drauf? U mit dem Dreieck? Ja, ich hab grad Baradur geschrieben, oder ist ein U mit Dreieck, keine Ahnung, fertig, scheiß drauf. Scheiß auf dieses bepisste Dreieck, Mann. Ist das, glaube ich, Alt-U sein oder was? Alt oder Steuerung U? Keine Ahnung, interessiert mich ehrlich gesagt, ne. Ich hoffe, man weiß, was gemeint ist. Ist ja für uns relativ unwichtig. So, da tue ich hier rein. Was? Ja, diesmal erschrecke ich nicht, du Penner. Ich hab dich gesehen. Komm her, du! Komm her! Komm her! Ich prügel dich weg, Mann. Gods cursed this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire or the bite of the axe. So, dann nehmen wir uns gleich erstmal alles, was hier zu erforschen gibt. So viel ist es noch nicht. Bauen wir uns, glaube ich, den hier. Den können wir uns nicht bauen. Machen wir erstmal ein Bild. Ich bin ein Farmer. So, wir können ja aber was essen, was trinken. Und uns zumindest schon mal ein paar Klamotten machen. Herstellen. Irgendwie noch eine Mod installiert? Nö. Nö. Weil der konstruiert sich ja mittlerweile selber. Wenn du jetzt aufs Schwert gehst und du hast keine Seile, aber hast Material für Seile da. Das machen wir, das hat er schon vorher schon gemacht. Echt? Ja. Wenn er die Materialien vorhanden hat, macht er dir das Zwischenprodukt auch herstellen. Gut. Es geht sofern, ich weiß auch in die Werkbänke, so. Die Rüstung erstellt sich die Polsterung und das Zeug, was er dazu noch braucht. Selber herstellt. Also ich will ja auch nicht unbedingt jetzt so rassistisch, sexistisch sein, aber
Von den Frauen hier, die Brüste, die Brüste stehen wie eine Eins, ne? Also die hängen überhaupt nicht. Die sind noch jung und knackig, was willst du überhaupt? Die sind noch die 40 plus. Oh, ist sie. Old Woman, man. So, jetzt muss ich die ganze Wüste rechts entlang latschen, ey. Um möglichst wenig Viehzeug zu begegnen. Weil ich glaube, wir werden sterben. Hier hat einer ein Lagerfeuer aufgestellt, alles klar. Es geht doch hin und wieder mal so ein Lagerfeuer hier rumstellen, das weißt du auch. Ey, Neko. Ach, das ist, sie ist auch da. Ah, sind wir schon mal zu vier, das ist super geil. Ja, wo ist der Baut, welche Ocean? Hab ich Ocean gefunden. Solange sie nicht auf meinem Platz baut, ist alles zu gut für die. Die ist dort, wo du bist, im Kartenbereich, ein Stück weiter hoch. Auch im Wüstenfels, noch zum Plateau. Könnt ihr euch mal alle aus meiner Nähe verpissen? Nicht doch schon, ich bin da Ocean gegangen. Ja, ja. Ist bestimmt irgendwo ganz in der Nähe. Nö, ich bin, meine Base steht bei 8. Was ist das? Wir haben alle Angst. G8. Wir haben alle Angst. Wo war's denn? Ja? Ihr habt alle Angst, alleine zu sein. Wollt immer in meiner Nähe sein. Ich muss doch meinem großen Parator dienen. Geh farm, ich brauch Steinholz. Die Frage ist aber, bist du eine Frau oder ein Kerl? Ja, ein Schnauze. Weil wenn du ein Kerl bist, dienst du mehr oder weniger nur als Sklave. War das hier? Ne, ich sehe, dass er online ist, aber ich sehe nicht, was er ist. So, Moment. Machen wir mal schnell das Bild. Herstellen, das kann auch herstellen. Angebracht, als viele Liter zu knibbeln. Oh oh! Digga! Esse dick bin ich noch nicht. Da hat sich einer hinter mir in die Luft gesprengt, Drecksack. Ach, der kleine explosiver Imp. Explo-Int. Imp. Obwohl, auf der Brücke könnte man abbauen, ne? Also auf den mittleren Pfeiler. Drüben sind nur ein paar Sklavenpotenzielle. Aber weißt du, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist? Kannst die ganze Liebe. Boah, der Feuerstelle kann man nicht bauen. Den Kamin. Kannst du klar, kannst du ihn bauen. Wahrscheinlich mit einem Level noch nicht. Ach, 39, aha. Treten? Ja, bin ja bald dabei. Treten haben wir auch. Journal, ein Bett. Das Bett setzen müssen wir auch noch. Immer wieder auf. So, da haben wir den ersten Weg. Erledigt, die rennen los und kloppen sich mit diesen komischen Dings. Kloppen sich mit diesen komischen Schildkröten, Echsen, Panzer, Viecher oder was es sein soll. Ich hab was. Wir ernten noch ein bisschen Aloe. Aloe, hey. Zacki, zacki, zacki mit Magie. Religion. Aber sonst Mods hast du nicht hinzugefügt, bloß das eine hast du rausgenommen, ne? Bloß die UI-Mod hat rausgenommen, was hier für Tiere. Pflanzenforschung. Ich kann ja trotzdem zwei mitnehmen. Du musst es halt bloß skillen. Ja, ich weiß, hab ich schon gesehen. Aber dann kriegen die halt deine Status. Ich rede ja keine besten Status, das ist klar, ja, aber. Was soll's? Ah, ey, Hirsch! Hey, ah, Hirsch! Bin ich jetzt auf einmal überlastet? Halt, Dann raus. Meine ganzen Pflanzenfasern hin, Alter. Verkraftet?
glaub's auch bald. Mara, mitkommen. Auf geht's. Grüße. Bin schon wieder überlastet hier, komm, weg mit dem Pilz. Wir können die Tiere heute mitnehmen eigentlich. Ich hab gestern das erste Jaguar-Baby gefunden, ne? Ja, ja, das ist klar. Und hast du es geschafft? Hast du es mitgenommen? Hast du es mitgenommen? Jaguar hab ich mitgenommen, und es wurde weiser, ein mächtiger Jaguar. War aus ihm. Man kann natürlich das hier, wie ist das Zeug? Das. Die bestimmten Schattengewürzte, keine Ahnung, was. Ja, die komischen Gewürze, ne, dann kriegst du halt. Dann hast du aber halt übrigens eine gewisse 30%ige Chance. Ich weiß. Dass das wird. Das kenne ich ja schon alles. Hab das doch gesagt, dass du da ja, die Chancen hast. Hätte ich nie gedacht. Deswegen will ich ja die Spinnen haben, weißt du? Ich will so eine verfluchte, nee, verdorbene Spinne. Das ist die mächtigste. Die sehen ja übelst krass aus. Sind ja Toranteln halt, weißt du. Hm. Die ganz kurze Spinne habe ich gestern platt gemacht. Ja, ich habe deinen Erfolg schon gesehen. Ach, ja, stimmt doch was. Du Gulasch. Boah, knapp, muss ich sagen. Ja. Also, Jago war gestern fast drauf gegangen. Welches Level bist du eigentlich? 83. Oh, da drüben ist. Lauf. Sichel brauche ich dazu, ne? Um mehr Dings, um Dings zu ernten. Mehr Forster zu kommen, genau. Wobei, die ist bestimmt bei Waffen. Ja. Waffen kannst du in Inventar herstellen? Kann ich im Inventar herstellen? Gibt's, müsst du eine Steinsichel geben eigentlich. Am Anfang, wenn du ein Metall hast, kannst du dann in der Schmiede herstellen, wenn du die. Das freigeschalten hat, musst du gucken. Musst du mal hier ins Inventar gehen, bei AC, hier bei Wissen, und mal ganz außen das links hin mal suchen. Ab Level 10 kannst du die herstellen. Eisensichel. So, jetzt holen wir uns das Kroko erstmal hier. Kroko. Wir haben ordentlich aufs Mat gehauen. Den lassen wir liegen. Spiel das Spiel mit dem Krokodil, das heißt Krokodok. Psst, Jan? Jan, ja. Die Fresse! Warum? Oh. Mufasa! Ich weiß nicht, wer von Mufasa redet, aber ich hab gesagt, halt die Fresse. War ein Witz, ihr könnt weiterreden. Ich hab das nicht bei mir. Oh, schieß. So, Moment. Muschi ist keine Beleidigung, Muschi ist Körperteil, sorry. Du brauchst eine Schmiede, ne? Eine Schmiedestation. Oh oh, na klasse. Du hast entdeckt, die Wächter. Du konntest doch hier mit einem NPC reden, dafür kriegst du glaube ich auch was, ne? Das ist für die Reise halt, ne? Another new one, eh? Was geht ab, Digga? Veterans tend to smell cool. Hau rein, ciao. Dein Hackmesser. Da kommt ein scheiß Sandsturm, willst du mich verarschen? Sandsturm? Ja, ich bin noch nicht mehr da und da kommt ein scheiß Sandsturm. Dolch. Ein Pickel. Ein Schwert. Ach du Scheiße. Ist doch wieder weg, das Sandsturm, oder? Das nee, ist der ist genau hinter mir. Denke ich, gut, ich bin oben halt im Norden, sehe ich nicht oder für von ihm. Ich bin genau im Sandsturm drinne. Oh. Ich verliere aber auch relativ schnell eben. Ja. Also bei mir regnet. Na klasse. Ich muss jetzt gerade mit meinen 25 Aloe-Tränken gegenheilen, Alter. Das ist schlimm.
Kannst du jetzt doch mal aufhören? Guck mal, dass ich mich hier in die Ecke hocken kann irgendwie. Nee. Oh, hat unten einen toten Wolfskadaver drin. Oh. Und hier irgendwo das mächtige Wolfstier? Ich habe mich jetzt hier in so eine Felsspalte gestellt und bin zu 60% geschützt. Das ist schon mal gut. Ja, da kann ich ja mittlerweile nach unten gucken. Gibt sowieso gerade nichts Besseres zu sehen. Es hat aufgehört. Gut, hier hätten wir uns auch hinhocken können, aber hey, was? Können wir noch leider ein paar Öltränke herstellen hier? Was ist ein Dafari-Lager? Ja, lass mich in Ruhe. Das Krokodil. Schicke ich dich zum Zahnarzt, mein Freund. Das wollte ich die ganze Zeit schon. Wie kann man eigentlich die kleine Karte ausschalten rechts oben? Oder zumindest kann man die irgendwie verschieben? Ich schätze lieber links unten. Kannst du verschieben, musst du Tab drücken und dann hast du unten UI-Settings. Schreit mich immer an, einer an von drüben, ey. Was soll denn das? Bist denn du? Oh? Wo stehst du hier der oben drauf? Des Manitus. Oh, Umbohrer, Alter, bin ich erschrocken. Komm auf einmal Pfeil von oben. Na, das scheint mir auch böse Menschen zu sein. Ah, lass mich in Ruhe, ich will nichts mit dir zu tun haben. Was mache ich, wenn ich unseren Safe Spot gefunden habe, dann mache ich das. Bist du ein böses Tierchen? Nö, du bist doch nett, oder? Du bist doch nett. Ihr seid alle nett. Ihr seid doch alle nett. Ach, du bist ein Boss. Alles klar. Moin. Wie ist denn der Tiger von Mowgli? Acha war's, nee. Shere Khan. Hau ab, Mann! Ich hab dir doch gar nicht getan! Du mit deinen glühenden Äuglein, Alter. Ich würde jetzt spontan behaupten, mit S am Anfang. Alter, ich dachte, das halt sonst zusammengeschrieben, weißt du? Stimmt, mit Bindestrich, ja? Mm-mm. Getrennt. S-H-I-R K-H-A-N. Wow, wir sind bald da. Oh jetzt mein weg. Gott. Was? Ey. Könnt ihr eine Fackel herstellen zufällig, ne? Könnte ich mir jetzt ein bisschen Licht machen? Rappibbel, rappabbel, rappel. Nehmen die drei. Da kriegen wir nämlich auch nochmal was. Fackel einsetzen. Also gibt's dafür EP für die Reise? Nee, ne? Keine Ahnung. Bloß ein Abschluss, ne? Ist schon mal gucken, wenn ich irgendwas abschließe, hab ich das nicht beachtet. Ich denke, da kriegst du schön. Ich aber mit Doppel-E genehmigt. Falsch G, H. Wem nennst du jetzt? Hast du einen Tiger oder was? Einen Tiger, einen weißen Tiger, ne? Hä, hey, hast du nicht gesagt Leopard? Den hab ich auch. Der Kardinalpapierer. Akira war aber schwarz, ja. Was? Oh shit. Ja, moin, zwei Krokodile hinter mir, na fein. Ab ins Wasser mit dir? Das wäre zu einfach. Ja, wenn es sich Gegenständigen gibt, kann man die auch raus. Spannung, Spannung. Ja, ich habe jetzt eine halbe Stunde gebraucht, um ein bisschen runterzukommen. Wenn es um Spannung geht, ja, dann PvP enabled. Dann hauen die uns mal gegenseitig aufs Netz.
Ja, du willst doch bloß leichte Gegner haben. Ich würde warten, bis mein Level erreicht hat. Ja. Hey, ich hab ein Level abtot. So, Moment. Aus, Babe. So, warte mal, jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie hochkriegen, kriechen können oder so. Ich hoffe, das schafft sie. Ja, das sollst du schaffen. Junge Dame. Kann auf jeden Fall besser klettern als der Assassin's Creed, Mann. Na gut, der hangelt ja bloß von Vorsprung zu Vorsprung, ne? Na, die klettern eine glatte Wand hoch. Ja gut, das sieht glatt aus, ne? Wer weiß, wie die richtig aussieht. Wir sind Spider-Man, ja? Oder Spider-Girl? Sieht aus wie so Richard. Spider-Woman. Der neue Tor ist echt von Arsch. Also, man kann gucken, aber ich finde, Tor kommt da drüber wie so der letzte Volldepp. Der absolut nicht checkt. Das einzigste coole war halt Jane Foster als Mighty Tor. Das war auch cool. Fand ich gut. Aber Thor war halt voll der Depp. Ja, Might ist voll der Depp, der. So, Möbelbank. Der Hersteller. Bette. Ach, hier ist das Bett. Setzen wenigstens noch mein Bett hierher, nicht? Damit wir auch. Bei der Gefahr eines Todes wieder im heimischen Bett erfahren. Bei der möglichen frühen Ableben, bei einem möglichen frühen Ableben auch wieder hier spawnen können, ne? So, eine Kiste könnte man auch bauen. Ich habe gar kein Holz dabei. Hier. Jetzt breche ich mir ein Bein, alles klar. Wer ist jetzt gerade gegen sein Mikrofon geditscht? Machen wir alles noch, bevor ich aufhöre. Der Teufelsunterschlupf, okay. Jetzt sind wir sowieso überlastet, dann. Ach ne, das musst du ja wieder mit dem Hammer machen, ne? 7 F. Werkstätten, ne, Dekoration. So, warte mal, was brauchen wir? Da brauchen wir ja noch. Ja. Rollen. Brauchen wir noch ein paar Steinchen? Ja, dann checkt man den Brief tabellos mit 10.000 Pflanzenforscher. Den brauche ich gerade selber alle. Tut mir leid. Die Daube fliegt gar nicht erst los, die klatscht gleich wieder. Gerollt. Deine fette King-Taube, weißt du? Ich würde mal sagen, Tobias, wenn du es nie gebacken kriegst, selber 10.000 Pflanzenfasern zu sammeln, dann bist du hier falsch. Hast du keine Sichel? Ich kann keine herstellen. Na dann, leveln. Ich sehe sie nicht. Dann musst du suchen. Hab ich auch schon gemacht, da taucht der Uni auf. Nein, du kriegst die erst zum Beispiel, wenn du gewisse Voraussetzungen erfüllst. Die Sichel ist, glaube ich, Eisen oder Stahl? Eisen, ne? Musst du erst ein... Gibt's Eisen, glaube ich, ne? Du musst ja erst Eisenschwert erforschen, dann taucht der Scheiß erst auf. Ne, hier, die Spitzhacke, die Eisenspitzhacke erforschen. Hab ich doch alles gemacht. Oder nicht? Eisenwerkzeuge, Eisenwerkzeuge musst du erforschen. Geh mal bei Wissen. So, die hab ich doch. Ja. No? Und dann gehst du bei hinten auf Suchen. Gibst mal Sichel ein, da zeigt es dir Eisenwerkzeuge. Und wenn du da. Ja, manches zeigt es nie an. Zeigt es dir bei Lernen, was der dann alles noch zusätzlich lernt. Neben den Eisenwerkzeugen. Vieles musst du wirklich übersuchen machen, weil du findest das so vorne in den Reitern nicht drin. Weil das alles Unterarten sind. Von den gewissen Dingern, die du erlernen kannst.
Manchmal suche ich mich auch noch übelst dämlich, wenn ich hier irgendwas hab. Ich wollte hier das, die perfektionierte hier Stoffe herstellen. Die werden so nie aufgelistet. Die musst du hinten der Suche suchen. Oh. Da sind die bei den Rüstungen mit drinne. Aber in den verbesserten Rüstungen schon. Das wusste ich aber vorher nicht. Da hab ich mich auch zu Tode gesucht, bis ich das mal gefunden hatte. Komm, wir machen das. So. Alter, jetzt brauche ich 3 für. Ja, Belohnung einfordern, Belohnung einfordern, Belohnung einfordern. Wow, ging ja ab, Mann. Ich könnte gleich mal jetzt 3 Belohnungen einfordern. Siehst du, das wollte ich auch noch machen, ja. Ruin von alten Neptu. Oh, ja. Nehmen wir auch gleich mit. Ach, siehst du, wir haben doch schon wieder Folgenende, Digga. Boah. Mein Gott, ey. Jetzt Folgenende. Ende im Gelände, hab ich gesagt. Nicht im Schacht. So, jetzt bauen wir erstmal hier schnell noch das Lagerfeuer hin, damit uns nicht kalt wird in der Nacht. Wir unsere Section wärmen können, das kann hier rüben. Ja, Eglagerer. Nee. Egal. So, das geht rein. Nee, das brauchen wir noch. Ich trottel. Das kann rein. Das brauchen wir, das kann auch rein. Der Tiger ist einfach so böse, ey. Warte, dass der nicht so Damage gekriegt hat. Naja, wenn ich das nächste Mal online komme, hat er einen T-Rex. Ja, klar. Den habe ich mir von euch auch importiert. Was? Hallo? Ja. Hallo? 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 Ich habe jetzt Eisensichel nochmal eingegeben und bei mir taucht einfach nicht auf. Einfach Sichel, nicht Eisensichel. Sichel, einfach nur Sichel. Dann zeigt es dir die Dings an, die hier Metallwerkzeuge. Eine Spitzhacke ist erste. Dort klickst du einfach mal drauf. Und dann zeigt sie dann rechts an, was da unter den Eisenwerkzeugen alles enthalten ist. Und da ist auch eine Sichel enthalten. Und du lernst halt bloß das immer Eisenwerkzeuge, das auf der linken Seite. Also ist Eisenwerkzeuge, das ist ja ne, die Spitzhacke halt, ne? Knüffi. Also Eisenwerkzeuge, das Eisenspitzhacke einfach lernen. Zugehört. Ist halt ein bisschen blöd gemacht. Ja, das ist jetzt nicht alles mit Emma. Blöd gemacht, das ist total behindert gemacht. Aber ja, aber dann hast du ja, dann siehst du ja gar nicht mehr durch. Ich finde das schon gar nicht so schlecht, dass sie es gegliedert haben. Du lernst halt Eisenwerkzeuge und du hast halt alle in Begriff, musst du nicht suchen. Unter dem Werkzeug so eine Leiste auf und fertig. Nee, da muss ich es dort drüben stellen. Ja, das ist, könnte man verbessern, aber. Ja, ich finde es. Ja. Wie gesagt, das ist halt gewöhnungsbedürftig. Halt jedes Spiel ist da halt, baut sich das halt anders auf. Das hat alles null Kosten, Niggi. Ey, du willst meinen. Das sind ja sowieso die ganzen Waffen, die ich durch die Upgrade-Pakete gekriegt habe. Deswegen kosten die auch nichts. Wie kosten und was? Hä? Na hier. Die aquilianischen Waffen, Rüstungen und sowas, die kosten ja keine Punkte zum Freischalten. Ach, die DLC-Waffen. Genau. Achso. Die kostet jetzt kein Dingsbums hier, keine Materialien. Das wäre. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Immerhin habe ich Geld bezahlt, Mann. Ey, jetzt übertreibst du aber. Das ist extra. Ja. Alter, wir haben schon 37, Mann. Alles klar. Wir sehen uns einfach, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Mit diesen komischen Trotteln hier. Yay. Yippie. Und ja, wir machen NF betrunken. Dann würde ich sagen, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.